Wieder der Headkick. Stark gemacht. Ja, sauberer Kick. Was für Kicks. Starker Haken. Ja, knallharte Link. Ja, er bringt eine Kombination. Oh Mann, was für ein Kick. Genau. Volle Kicks jetzt. Toller Kick, aber da kommt der Block. Da kommt der Kick, kein Treffer. Körpertreffer jetzt mit dem Kick. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Da ist der schöne Leckkick. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Und da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Nur noch 20 Sekunden. Oh, er ist angeschlagen. Da, schöner Kick vom Körper. Das war's mit der ersten Runde. Sehen wir uns mal an, was in dieser Runde alles los war. Der Kick hätte den Kampf beenden können. Das ist die hübsche Brittany Palmer. Here we go, second round. You ready? You ready? Let's ja, go, wir gehen in die zweite Runde. Wow, starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Heftige Rechte. Oh, die Rechte sitzen. Schöner Jab. Oh, 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 ganz starker Kick. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Gute Kombination, sehr gut. Sauberer Headkick. Wow, das sind richtig gute Angriffe. Wahnsinn, was für ein Headkick. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Der schickt ihn auf die Bretter. Heftiger Ellbogen zum Kopf. Es ist vorbei. Das war ein fantastisches Ground-and-Pound. Er wollte nicht punkten, sondern den K.O. Und genau das hat er auch geschafft. Schauen wir uns die Wiederholung an. Ja. Wenn dich auf ihn verlässt, ne? Weiß ja, wo du dann bist. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Normal. Ladies and gentlemen, Mario Yamasaki is called to stop in the fight. Ja, auf jeden Fall. Warte mal. Donald Cerrone holt sich einen überzeugenden Sieg durch K.O. Swinging.